Ja. Oh, hast dich wieder gefangen, ja? You know I'm a petty thief. Well, perhaps I'll go on the prowl. Everyone's dead or hollowed away anyway, right? So I might as well fetch some weapons or treasure for you. Well, what do you say? Klar. Thank you. You will not be disappointed. Grey Rat the Thief was once a well-known name. Until I ended up rotting in a cell. Wenn er saß sowieso nur nicht rum und hat sich bemitleidet. Goodbye. I will leave for some time. So long for now. Do stay safe, you hear? Or my efforts will have been for naught. Das sagt er, weißt du? Der aufpassen sollte. Nein, eine wilde Katze hüpft auf den Tisch. So, angeblich hat sie... Nee. Sie... Irgendjemand sollte eigentlich eine spezielle grüne Blüte haben. Oder bin ich noch einen Schritt zu weit vorne? Nee. Moment. Ich wünschte, ich könnte was sehen. Im zweiten Monitor. Cirrus. Cirrus of the Sunless Realm. Equip Cirrus at Firelink Shrine, gain a Dark Moon Loyalty Gesture. Ashen One. Yeah. Cirrus? Du bist ein Hörmer. Sollte eigentlich da unten sitzen. Ich würde sagen, vielleicht wenn ich aber das Spiel kurz beende und wieder reinlade. Aber ich glaube, das hier sollte auch einen ähnlichen Effekt haben. Reisen, da. Sollte die Find and Give the Dream Chasers Ashes remain. Was wir gemacht haben. Feuerbandschrein. Da ist er doch. Ja, moin. Hello again. I have since heard a great deal about you. For one, that you are most gentle of heart. I too am bound by duty, but can offer you my sign. I hear that cordial intrusion lays the path to embers. If I can be of help, by all means, do call upon me. Blessing of the moon upon your journey. If you should require assistance, use my sign. Blessing of the moon upon your journey. Okay. So. Warte kurz. Mich gemutet. Okay. Nächsten Schritt. Fertig. So, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Level up wäre nicht schlecht zu machen. Wir können auch gucken, was die Seele macht. Welcome, husband. Very well, then. So, wie wär's denn mit mehr Kondition? Ein Punkt? Mano. Farewell, Ashen One, made of. Mal gucken. Huch.
Eins, zwei. Aber ich wollte ja eigentlich gucken wegen. Eins, zwei. Nee, okay. Noch nicht. Aha, so. So, was haben wir denn? Felsbrockenhagel, speit Felsbrocken aus dem Mund. Sieht eines Dämon? Oh. Treat the Fakshi. Goddammit. Oh man, kann ich bei ihr nicht Sachen verkaufen? Ich will den Ring haben. Ich will Havels Ring haben. Ah. Verkaufen. Aschen. Gib mir Havels Ring, Junge. Ah, so. Dankeschön. Na. Das kann ich. Und der hier bringt nicht so viel, weil es unser Gift. Gain ist halt prozentual tatsächlich. Okay. Dann kann ich leben. Sieht gut aus. Okay, zurück zur Feste. Ich warte vom Wolf aus. Wäre es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Weil wir gesehen haben, wo wir da lang müssen. Da. Genau, wenn wir runter, wieder runterklettern, quasi links rum. Runterfahren, sage ich doch nicht, so eine Leiter. Genau, das Feuer war hier auf der Seite. Genau. Außen rum? Kommen wir einfach außen rum? Kann ich nicht einschätzen. Auf jeden Fall nicht runter. Sterben müssen wir nicht mehr. Bin ehrlich, hätte ich tatsächlich beinahe vergessen rauszuschneiden. Und als es irgendwie schon zum Drittel fertig gerendert war, das Video, dachte ich mir so, oh, Moment, halt! Weil ich in genau dem Moment gesehen habe, oh, ich springe da runter. Ah. Doch, ich habe was vergessen. Müssen wir echt rechts rum? Okay, das sind wieder die relativ einfachen. Hochmut kommt vor dem Fall. Immer Padawan. Oh, da stehen drei. So ein Item, da ist ein Item. Ist das da tief? Ach, was soll's. Was sei denn, sind noch 500 Seelen. Und dann weiß ich. Okay, ich muss außen rum. Ich muss vorwärts locken und dann außen rum. Okay, auf ein neues. Nicht runterspringen. Boah. Das war frech. Da könnte ich mir direkt mit die Suppe, ja. Ja.
Okidoki. So, okay. Von hier aus anlocken. Oh. Giftiger Edelstein. Echt jetzt? Dafür habe ich mir die Mühe gemacht. Danke für nichts, ihr Vollidioten. Ist bestimmt ein Elisabeth-Pilz. Wie das aussieht. Schriftrolle des Weißen. Aha. Speedrun-Mode activated. Ich höre Basilisken. Ist das unser Freund? Das ist doch der Riese, der hier schießt. Okay. Nein, ah, da ist ein Bonfire drin. Okay. Ach, stimmt, da ist wieder so ein weißer Baum, ne? Deswegen schießt auch der Riese. Oder das ist ein Zeichen für den Riesen. Oh, jetzt stell dir mal vor, wir hätten nicht Frieden mit dem geschlossen. Holy shit. Wäre das nervig geworden. Genauso wie die Schnecken nervig sind. Liegt da noch ein Item? Okay. Oh, hier sind wir. Ja, Mensch. Nicht meine schlaueste Idee heute. Aber ich hatte auch schon Dümmere heute. Oh. Ups. Und ein Knochensplitter. Ja, gut. Das war eben gerade zum Beispiel eine noch dümmere Idee. Blutometer nicht in Auge behalten. Nein, doch. Uff. Genau, hier habe ich quasi die Eid-Item gefarmt, immer an den dreien hier. Die Sense ignoriert übrigens, macht 40% durchdringenden Schaden. Deswegen nehmen die so viel Schaden von meinen Hieben. Das letzte Feuer. Hier waren wir sogar, glaube ich, vorhin gestorben. Hier haben wir, glaube ich, noch ein Item. Nicht? Okay, dann nicht. Feuer aus.
Genau, selber nochmal. Und jetzt ist da unten die Tür offen. Ach, das sind die, die da so rumschnurren. Okay. Hier auf dem Weg ist, glaube ich, kein Gegner soweit. Also können wir uns ruhig mal hinsetzen. Ja, das hat ja wirklich jemand hier hingesetzt, die umgeklatscht. Umgeklatscht, wieder hingesetzt, umgeklatscht. Ja, man braucht irgendwie 30 von diesen Items, also. Hat ein Weilchen gedauert. Weil das halt kein häufiger Drop ist. Tut langsam der Hintern weh. Moment. Da oben ist unser Freund der Krähenmann. Kein Grund, hier irgendwen aufzuwecken. Weichtstein. Ja, die sind zum Auflösen von Verzauberungen, ja. Ich wache nicht auf, oder? Nee, okay. Würden aufwachen, wenn er da gebolt hätte. Das haben wir ja zum Glück unterbunden. Das sind die Kackbasilisken. Das ist ein anderes Item. Hm. Könnte ich halt eventuell hinrushen, wenn ich wollen würde. Geht's da rein? Nee. Oh, da wird sich geschnetzelt. Da ist ein Bonfire. So, mit dem Thema Bonfire an jeder Ecke, ne? Peng. Wir haben auf dem Weg hierher 4 Gegner getroffen. Wenn's hochkommt. Vollendes Ruheschwert. Oh. Er ist es. Exit Teil 3. Diesmal sterben wir nicht mit 3 Schlägen. Geht mal mit einem Schlag. Ja, dafür mit umso weniger. Boah. Titanit-Truppe. Genau, die droppen nämlich spezielle Items. Große Zauberwaffe und hier können wir aufmachen. Jetzt haben wir ein Bonfire, das zwischen zwei, die 2 Metern entfernt sind, sitzt. Toll, oder? Das ist halt wirklich etwas, was ich an Dark Souls 3 überhaupt nicht leiden kann. Und es wird noch schlimmer. Das kann ich versprechen. Sühne. Okay. Oder Edelstein.
Kommen wir doch an das Item noch ran, ne? Natürlich ist das hier tiefer Sumpf. Sonst würden die ja keine Gefahr darstellen. 4 Reparaturpulver? Dein Ernst? Das hat sich ja nicht mal ansatzweise gelohnt. Oh boy. Hallo Freund. Magst du mich mal bitte nicht verfolgen? Danke. So, dich hier mal in Ruhe lassen. Schön, dass sie seine Leiche anbeten. Okidoki. Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Wie der Dunkelritter hier Bäuste abschnetzelt. Ein Augapfel. Eine Glut. Noch ein Augapfel. Genau, es sind 2 von denen, die hier rumlaufen normalerweise. Und die prügeln sich halt mit den Giftviechern. Ich glaube, die wollen auch bis nach da oben hochgehen und die beiden angreifen. Sieht irgendwie komisch aus. Oh, Moment. Okay. Gründlich checken. Ich glaube, dafür, dass ich gesagt habe, dass wir im Sumpf nicht gründlich erforscht werden, habe ich, glaube ich, fast alles mitgenommen. Fast alles. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch einiges rumliegt, das wir nicht gefunden haben. Okay, ist das, weil sich da jemand. Meinen Angriff zu canceln. So, ich glaube, wir haben hier jetzt alles. Jawohl. Na gut. Puff. Einmal aufmachen, bitte. Ich glaube, deren Hut würde besser passen. Unser erster Hauptstory-Boss. Wächter des Abgrunds.
Ich wusste es. Autsch. Ja, davon stehen mehrere auf. Hat hinter mich gegriffen, um die Katze zu streicheln und fasst erstmal direkt ins Gesicht. Äußerst unhöflich von mir. Genau, die Ritter kommen da hochgewatschelt. Wir watschen einfach mal an denen vorbei hier. Okay, aber auf jeden Fall gerade sehr, sehr dumm gespielt. So viel ist, glaube ich, offensichtlich gewesen. Okay, 4. Könnt ihr euch einen aufstehen hören? Genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich auch gegenseitig angreifen können. Den da werden sie, glaube ich, angreifen. Den Moveset bekommt man übrigens mit dem Schwert. Den vierten vergessen. Ah, Mist. Oh, die wollen noch irgendwas angreifen. na gut, das sah schon ein bisschen besser aus auf jeden Fall. Das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Mal den Glut hier an. Was ist mit Dunkelheitsschaden? Soll er vielleicht hier so ungefähr sitzen? Oh Baby, das sieht cool aus. Was haben wir so wild? Die Waffe sieht so richtig geil aus. Jetzt aufsteht, sollte der mit den roten Augen sein.
Ach, er steht auch wieder auf, okay. Wenn ich soll ich achten, dass er so lange wie möglich am Leben bleibt. Also. Oh, stimmt. Er hat ja zwei Phasen. Ups. Habe ich ja ganz vergessen. Wäre ein bisschen zu einfach gewesen, ne? Aber ich glaube, jetzt ist es nur noch einer. Ja, Mist. Okay. Ich würde sagen, beim nächsten Mal. Schöner Cliffhanger. Beim nächsten Mal machen wir. Wird easy. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, die Videos haben euch so gefallen. Falls ja, Kommentare und Kritik sind natürlich wie immer erwünscht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye bye. Was hast du denn da? Bye bye.